wart ja auch alle schön artig. Dann hat der der Timmy euch was mitgebracht. Und zwar einen fetten Gutschein für einen Rathausflug entlang des Ostsees. Weil ich bin noch nicht blöd. Was Timmy und ganz viele wissen, Peits ist geil und nie beschissen. Das war das 22. Türchen des FCE und Lausitz TV Adventskalenders. Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Lausitz TV im Jahr 2023. Weihnachten ist die Zeit der Barmherzigkeit und wo Ebenezer Scrooge drei Geister braucht, um Nächstenliebe zu erlernen, kann Engagement auch von den Menschen selber kommen. Schauen wir zum Beispiel auf das SOS Kinderdorf. Die Mitarbeitenden zeigen schon lange, wie soziale Arbeit und der Einsatz für eine bessere Gesellschaft aussehen kann. Jetzt gibt es dort neue Angebote und die sind nicht nur was für die Kleinsten. Das SOS Kinderdorf in Cottbus öffnet seine Tore mit vielfältigen Aktivitäten, die Menschen jeden Alters zusammenbringen. Unter dem Namen Familientreff. Präsentiert das SOS Kinderdorf eine Fülle von Angeboten, die sich an Kleine und Große richten. Es sind vielfältige Angebote. Da wir ja auch ein Mehrgenerationshaus sind, gucken wir natürlich, dass wir das auch immer bedarfsgerecht bereitstellen. Dass wir gucken, was wollen die Besucher, was ist da gerade, wo ist Interesse. Und die Angebote gehen von Bewegungsangeboten bis hin zu kreativen Angebote, die wir bereitstellen. Aber auch einfach offene Angebote, wo die Besucher sich einfach mit integrieren können und das mitgestalten können. In der Vorweihnachtszeit steht im SOS Kinderdorf in Cottbus das gemeinsame Kochen und Essen im Mittelpunkt. Es bietet eine ideale Gelegenheit für ältere Menschen, sich zu versammeln und eine herzliche Atmosphäre zu erleben. Dieses Angebot schenkt Senioren die Möglichkeit, in Gesellschaft das Weihnachtsfest zu genießen und sich auf die Feiertage einzustimmen. Aber nicht nur für Senioren gibt es reichlich Angebote, auch für Familien hat das SOS Kinderdorf genug Auswahl, beispielsweise den Kinderparcours. Also der Eltern-Kind-Sport wird sehr gerne von den Familien hier genutzt, der ist auch immer sehr voll. Da gibt es einen kleinen Parcours, der wird aufgebaut, sodass die Eltern mit ihren Kindern dort Spaß haben können bei dem Parcours und die Kinder können sich erproben, gerade in ihren Fähigkeiten, schaffe ich da jetzt drüber zu klettern, inwieweit kann ich mir von anderen Kindern was abschauen, aber die Eltern sind halt einfach mit dabei. Und wir sind eher so als Begleitung auch mit in dem Eltern-Kind-Sport, um einfach auch zu gucken, wenn jetzt ein Elternteil vielleicht auch ein paar Fragen hat, dass wir dort Ansprechpartner sind vor Ort, um dort dann auch weiterzuhelfen. Gerade in Bezug auf Erziehung oder vielleicht auch Behördengänge oder wenn gerade mal in der Familie, in der Entwicklung, wenn man da auch Fragen hat, ist das alles so stimmig, wäre das, dass wir da einfach zur Seite stehen. Der Eltern-Kind-Sport ist für die Kleinen eine Gelegenheit, sich auszutoben, aber auch mit anderen Kindern in Kontakt zu treten und neue Freundschaften zu knüpfen. Das ist aber noch nicht alles. Gerade so die Sportangebote sind ja, dass die Kiddies, die das besuchen, dass die sich bewegen, dass die in Bewegung bleiben. Gerade so Kindertanzen geht es um Koordination. Der Kindersport ist auch so, dass man Bewegungsabläufe fördert. Die kreativen Angebote sind halt, da wir gerade so die Altersgruppe auch 1 bis 6 Jahre vorrangig da bei den Angeboten haben, dass die sich auch schon in Richtung Schule sich fördern können, dass man da mit der Schere lernt umzugehen, kleine Bastelprojekte erstellt oder sich vielleicht auch in einem Theaterspiel oder mit Musik ausprobieren kann. Während die Kinder sich austoben, gibt es im Sprechcafé Café Quatsch eine Plattform für alle mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Hier können sich Menschen und Kinder austauschen. Das Hauptziel des Sprechcafés liegt nicht nur darin, Deutschkenntnisse zu festigen, sondern auch darin, verschiedene Kulturen zu vereinen. Es ist ein Ort, an dem alle eingeladen sind, miteinander zu sprechen, ihren Wortschatz zu erweitern und direkte Kontakte zu knüpfen. Hier können wertvolle Erfahrungen geteilt werden, während gleichzeitig die sprachliche Kompetenz gefördert wird. Im SOS Kinderdorf ist jeder willkommen mit guten Absichten. Wir sind so ein Haus, wir sind sehr offen, wir sind sehr wertschätzend auf unsere Besucher. Das heißt, jeder ist hier herzlich willkommen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den die Besucher hier sehr schätzen, dass sie sich dann auch wohlfühlen, dass sie sich halt einfach auch mit einbringen können, dass wir so eine Vielfältigkeit auch an Angeboten bereitstellen und dass sie halt hier auch gemeinsame Zeit erleben können.
Der Familientreffpunkt in Cottbus bleibt nicht nur ein Ort der Hilfe und Unterstützung, sondern auch ein Ort des interkulturellen Austausches und der Gemeinschaft, der allen Besuchenden die Chance gibt, sich zu treffen, zu lernen und zu wachsen. Unter dem Baum ein neues Auto. Darüber konnten sich die Senftenberger Vereine SV Senftenberg und SFC 08 freuen. Ihr alter Vereinswagen hatte schon stolze 40 Jahre auf dem Buckel und drohte in Einzelteile zu zerfallen. Bürgermeister Andreas Pfeiffer hat sich deswegen aufgemacht und den Verein die Schlüssel für ein neues Multicar übergeben. 150.000 Kilometer auf dem Tacho und general überholt, steht es jetzt da, der Allrounder für die Vereine. Bleiben wir in besinnlicher Weihnachtsstimmung. Die Feiertage stehen vor der Tür und für viele bedeutet das, sich von Familienessen zu Familienessen zu hangeln. Da braucht man zwischendurch mal ein wenig frische Luft und etwas Bewegung. Perfektes Spaziergangsziel der Tierpark. Und der in Cottbus hat auch die ein oder andere Aktion für die Zeit zwischen den Jahren vorbereitet. Über die Weihnachtszeit mit der Familie in den Tierpark gehen. Sicher eine tolle Sache. Für die besinnliche Zeit hat sich der Tierpark für Besucherinnen und Besucher was Neues einfallen lassen. Wir haben dieses Jahr so als kleiner Test oder als kleine Neuerung zusätzliche Führung im Angebot. Das geht Heiligabend um 10 los. Das ist sicherlich mehr so für aufgeregte Kinder und Betreuende, vielleicht Väter oder Mütter, gedacht. 10 Uhr kann man einfach kommen. Und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir auch einen kleinen Rundgang, da ein bisschen später um 11 Uhr, also wenn man schön ausgeschlafen hat. Das ist also für Kinder, aber auch für Erwachsene. Dort gibt es einen Rundgang zu Besonderheiten hier bei uns im Tierpark und da sind wir gespannt, wie viele sich dafür interessieren werden. Ein Weihnachtswunder darf bekanntlich auch nicht fehlen. Im Tierpark gibt es überraschend neuen Nachwuchs. Mehrere Zicklein erblickten das Licht der Welt. Als Besonderheit haben wir dieses Jahr schon junge Ziegen, das haben wir eigentlich sonst zu Weihnachten nie. Da sind einfach junge Böcke noch in der Gruppe gewesen und haben die Chance genutzt, sodass die ein bisschen früher da sind. Und ansonsten natürlich das neue Elefantenhaus. Man kann also mit viel Platz die Elefanten im großen neuen Haus auch in der kalten Jahreszeit beobachten. Man kann sich in der Gaststätte ausruhen. Man kann das neue große Aquarium in der Gaststätte beobachten. Also es ist drinnen und draußen immer was zu sehen und man kann sich auch mal unterstellen oder aufwärmen. Wenn ihr sie sehen wollt, hat der Tierpark wie immer täglich ab 9 Uhr geöffnet. Lediglich an Heiligabend und Silvester gelten verkürzte Öffnungszeiten. Dann schließt der Tierpark bereits um 14 Uhr. Damit seid ihr ja dann hoffentlich schon mal gut ausgelastet bis Silvester. Falls ihr für den 31. aber noch nichts vorhabt, haben wir hier eine Verlosung für euch. Im Glätthaus steigt eine Neujahrsparty und in Zusammenarbeit mit Tesla Project verlosen wir 2 Tickets. Wenn ihr gewinnen wollt, dann schaut mal auf Facebook vorbei und kommentiert unter dem Beitrag, mit wem ihr gerne hingehen würdet. Den Gewinnern geben wir am 27.12. Bescheid. Habt ihr Neujahresvorsätze? Bei vielen ist es Tradition, mit dem neuen Jahr Veränderungen anzustreben. Und darum geht es auch in unserem nächsten Beitrag. In Jenschwalde steht das Ende einer Ära bevor. Kilometerweite Flächen, gigantische Stahlkolosse und das Know-how aus vielen Jahrhunderten Bergbau. Das alles kommt aktuell im Tagebau Jenschwalde zum Einsatz. Seit 1976 läuft hier der Braunkohleabbau. Insgesamt wurden rund 660 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Doch ab heute endet der reguläre Betrieb und die abschließende Wiedernutzbarmachung der Bergbaulandschaft beginnt. Damit endet auch für LEAG-Mitarbeiter wie Michael Kartler eine Ära. Der Steiger ist seit 46 Jahren im Tagebau tätig, 8 davon in Jenschwalde. Da blickt man schon mal mit gemischten Gefühlen auf das Betriebsende. Ja, das ist ziemlich emotional. Ich habe eine Schließung schon erlebt in Cottbus Nord. Das war echt ganz traurig, weil ich auf diesem Gerät, was dann gesprengt wurde, gearbeitet habe. Habe ich gesagt, man passt jeden Tag auf, dass dem Gerät nichts passiert und den Mitarbeitern. Und dann, ja, es ist zu Ende. Ich finde es traurig, dass der Tagebau zu Ende ist, aber das ist der Lauf der Zeit. Im Tagebau Jenschwalde ist in fast 50 Jahren Braunkohleförderung viel passiert. Unvergessen ist etwa das Soli-Konzert der Prudis im Jahr 2000. Die Ostrocker setzten sich damals für den Erhalt des Tagebaus ein, der auf der Kippe stand. Wenige Tage später stand fest, in Jenschwalde wird weiter Kohle gefördert. Beim Tag der offenen Tür im Jahr 2002 zeigte sich, wie nah die Lausitzerinnen und Lausitzer dran waren an der Kohle. Wohl auch deshalb, weil bis zu 8000 Menschen in der Lausitzer Energiewirtschaft beschäftigt waren. Plus 15.000 indirekt Beschäftigte, etwa über Servicefirmen.
Ein echter Publikumsmagnet war auch das Sommerfest 2013, bei dem ein vielfältiges Programm geboten wurde. Und die Bagger zeigten sich von ihrer grazilen Seite. In den 2010er Jahren war es auch, dass archäologische Funde im Tagebaugebiet neue Erkenntnisse zur Geschichte Brandenburgs ans Licht brachten. Vor allem in jüngerer Vergangenheit gab es zunehmend Proteste von Umweltschützern, die ein Ende des Kohleabbaus forderten. Ende 2019 standen die Maschinen in Jenschwalde sogar für fast ein halbes Jahr komplett still. Ein Gerichtsurteil hatte die Förderung aufgrund ausstehender Umweltuntersuchungen untersagt. Die LEAG konnte die geforderten Genehmigungsunterlagen aber schließlich vorlegen. Dennoch wird der Abbau jetzt beendet, nicht zuletzt wegen des geplanten bundesweiten Kohleausstiegs im Jahr 2038. Doch bis die Bagger stillstehen, wird noch einige Wochen weiter Kohle gefördert, um die sichere Nachnutzung vorzubereiten. Im ehemaligen Tagebaugelände sollen aber schon ab Jahresanfang die ersten Fundamente für Solaranlagen entstehen. Außerdem sind zusätzliche Windräder geplant. Die LEAG spricht von einem Potenzial in Höhe von 3 Gigawatt, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren aufgebaut werden. Insgesamt plant der Energieversorger den Aufbau von 7 Gigawatt erneuerbaren Energien bis 2030. Das Ende der Braunkohle ist also bei weitem nicht das Ende der Stromerzeugung in der Lausitz. Das ist auch für viele ehemalige Bergleute ein Lichtblick. Also das war ja auch für mein Leben die letzten 15 Jahre Hauptarbeitsthema. Aber im Endeffekt müssen wir ja auch die Chancen sehen, die wir hier haben mit diesen Landschaften, die wir dann im Endeffekt mit beiden Aufgaben, also wieder nutzbar machen, Rekultivierung und auch Erzeugung von Energien nutzen können. Zusätzlich zur Stromerzeugung werden die Flächen auch zur Renaturierung genutzt. Wo jetzt noch Bagger und Sand zu sehen sind, sollen künftig Wälder, Moore und Wiesen entstehen. Vorgesehen sind auch 3 Seen, aber der Sprung ins kühle Nass wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Wann Sie baden gehen können, das kann ich Ihnen leider nicht so genau sagen. Es gibt aber einen zeitlichen Ablauf. Die Gerätekonstellation des Vorschnittes sozusagen, was die Wiedernutzbarmachung dann angeht und durchführen wird, wird bis ca. 31 in Betrieb sein. Und Stück für Stück, so die Planung, werden wir von Süd nach Nord die Seen herstellen, also als erstes den Heinersbrücker See. Dort die Flutung voraussichtlich ab 29 und im Nachgang die weiteren Seen, der Jenschwalder und zum Schluss, wo wir hier stehen, der Taubendorfer See. Das Ende der Tagebauära in Jenschwalde ist also zugleich ein Neubeginn. Beim Blick über das Gelände ist aktuell noch viel Fantasie nötig, um sich die künftige Nutzung vorzustellen. Doch schon in wenigen Jahren entstehen hier nicht nur neue Landschaften, sondern auch neue Möglichkeiten zur Stromerzeugung. Und der Strukturwandel wird einmal mehr deutlich sichtbar. Die besinnlichste Zeit des Jahres ist da, aber das heißt nicht, dass wir alle nur zu Hause sitzen müssen. Auch zwischen Weihnachten und Silvester gibt es einiges zu erleben. Wir haben jetzt schon mal 2 Vorschläge für euch. Am 27. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt der 1000 Jobs auf dem Cottbuser Altmarkt seine Tore für die Veranstaltung Boomtown Rückkehrertag. Diese lädt Rückkehrwillige, Zuzugsplanende sowie alle, die eine Verbindung zu Cottbus haben, ein, viele verschiedene Unternehmen der Region kennenzulernen, in der Kinolounge einen Best-of-Strukturwandel zu erleben und für die Kleinen gibt es sogar eine Kreativstation. An den Ständen gibt es dann Informationen über Karrieremöglichkeiten sowie über aktuelle Entwicklungen und Angebote für ein Leben in der Region. Die Veranstaltung findet von 13 bis 18 Uhr neben dem Riesenrad statt und organisiert wird die ganze Aktion von der EGC Wirtschaftsförderung Cottbus. Es gibt wieder eine Weihnachtsblutspendeaktion. Diese findet diesmal im SOS Kinderdorf Lausitz in Döbern statt. Am 26.12. von 9 bis 1 könnt ihr im Haus Kleinstein die dringend benötigten Reserven der DRK auffüllen. Es gibt auch Sondertermine rund um die Feiertage, um die Patientenversorgung lückenlos zu gewährleisten. Zusätzlich kann am 23.12. sowie einen Tag vor Silvester Blut gespendet werden. Um eine Terminreservierung wird gebeten und diese könnt ihr auch online vornehmen. Natürlich gibt es noch viel mehr zu erleben. Wir haben eine Liste auf unseren Social-Media-Kanälen zusammengestellt, damit euch nichts entgeht. Damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und in die Weihnachtszeit. Nächste Woche seht ihr dann hier im Programm den Lausitz-TV-Jahresrückblick, also schaltet ein. Hier im Studio sehen wir uns dann im Januar wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit, kommt gut über die Feiertage, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Jahr.
Piatto. Frisch, mediterran und lecker. Die Geschenkidee zu Weihnachten. Ein Gutschein von Piatto direkt am Altmarkt. Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank für vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. Ihre Stadtwerke Cottbus. Damit auch Sie frohe Festtage verbringen können, ohne böse Überraschungen, lohnt sich ein kleiner Blick in Ihren Keller. Sind die Wasserzähler und Leitungen frostsicher eingepackt und die Kellerfenster geschlossen? Das kann Ihnen unnötigen Stress ersparen. Und sollte es doch mal ein Problem mit dem Wasser geben, wir sind für Sie da. Rund um die Uhr und jederzeit erreichbar. Unter 0800 0594 594. In diesem Sinne wünscht Ihnen die Lausitzer Wassergesellschaft LWG ruhige und besinnliche Feiertage. Zum Jahresinventurverkauf im Möbelzentrum Großrieschen. Wenn weg, dann weg. Viele Ausstellungsstücke bis zu 76% reduziert. 30% gibt es bei Möbelneubestellungen. Und natürlich unsere 0% Sonderfinanzierung. Weiterhin sind 45 Küchentester gesucht mit exklusiven Vorteilen.
Vorteil 1, Einbauküche zum halben Preis. Vorteil 2, 200 Euro bar für das Ausfüllen eines Fragebogens. Gleich bewerben unter 03 5753 2220. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Richtig, von Cottbus in Cottbus. Die Vorweihnachtszeit bei Expert. Das ist schon was Besonderes. Man will ja auch, dass die Leute das passende Geschenk zu Weihnachten kriegen. Vor welchem Gerät steht mein Mann denn immer? Komm mal mit. Also so langsam fühle ich mich ja selbst schon ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Und warum bist du hier? Ich nur so. Ich habe ja alle Geschenke. Na klar habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für Jenny. Habe ich nicht. Hilf mir. Viele Kunden kenne ich. Sind halt Nachbarn und so. Ich hab was für Jenny. Na dann, frohe Weihnachten. Und viel Freude beim Schenken. Wünschen euch eure Techniknachbarn. Ich berate sie gern. Ich bin Chris, ihre Techniknachbarin. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen.
Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Küchengeißler, das Lieblingsküchenstudio der Lausitz. Mein Herz schlägt für das Sahne-Herz-Zentrum, weil ich gerne Krankenschwester bin und die Bestätigung bekomme ich von den Patienten und das ist mir sehr wichtig. Sana Herzzentrum Cottbus. Dein Job im Lausitzer Aufbruch.